Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, in der letzten Folge hat die freundliche, wenn auch sehr geistesgestörte alte Dame, die uns hier zu Füßen liegt, uns einen Tipp gegeben, wo wir das verlassene Dorf finden werden. Dementsprechend würde ich mal glatt behaupten, dass wir jetzt wieder zum Gärtner zurück müssten. Da man nie irgendwas sieht hier, weiß ich jetzt auch nicht, wo die Tür ist. Hallo? War sie jetzt doch in der anderen Richtung? Nee, wir sind doch von da gekommen. Och Leute, ernsthaft jetzt. Könnt ihr nicht einfach hier so einen Weg bis zur Tür markieren? Ja, hilflos, einsam und verlassen. Ach da, oder? Ah! Oh Gott, ist das heute wieder kompliziert. Eieiei. Okay, aber so kennt ihr mich ja, also blamier ich mich jetzt hier nicht gerade. Sag mal, gehst du endlich mal weiter? Ich will nicht, dass du hier alle paar Sekunden an nicht vorhandenen Blockaden hängen bleibst. So, Moment. Die Bibliothek war hier, glaube ich, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt gelernt und habe es nicht vergessen. Ja, okay, perfekt. Wo rennt die denn jetzt schon wieder hin? Denkt sie auch nur, weil hier so ein bisschen schimmerndes grünes Licht ist, kann sie woanders hingehen. Wir kennen den Weg zum Dorf jetzt. Gut gemacht, Junge. Geht ihr voraus und macht das Boot bereit. Ich treffe euch am Anleger. Was? Nein, wir finden allein hin. Draußen ist es kalt und dunkel. Ich kenne das Wetter, Mädchen. Ich bin weder ein Kind noch zu alt, um auf einen Hügel zu steigen. Ich habe das Gefühl, ein Nein lassen Sie nicht gelten. Da hast du recht. Und ich weiß besser als ihr, was euch dort erwartet. Ja, das befürchte ich irgendwie auch. Okay, das heißt. Och, hallo, beweg dich doch mal. Ey. Drehen. Ja, drehen. Fast. Och. Der kommt aber auch nicht aus der Ecke da raus, ne? Stand auf der anderen Ecke, aber kommt dann aus der Ecke nicht raus. Aber worüber wundere ich mich noch? So, wie kommen wir jetzt wieder raus? Ich dachte eigentlich, doch, hier links ist noch was. Da kommen wir doch auch in den Garten, oder nicht? Kommen wir da nicht zu diesem Esszimmer oder was das war? Mal gucken. Wo läufst du denn jetzt schon wieder hin? Nee, das ist die Küche, aber über die Küche kommen wir auch nach draußen. Zumindest das ist richtig. danke, dass ich erstmal drücken darf. Okay. So. Nein. Ach, die haben direkt Klamotten angezogen, sehe ich gerade. So, hier war ein Boot. Ja, geh einfach die Stufen runter. Och, ernsthaft jetzt. Komm, geh die Stufen runter. Oh, also das fand ich bei den ursprünglichen Point-and-Clicks irgendwie besser. Die sind zumindest noch dahin gegangen, wo man draufgeklickt hat. Ja, schieb. Los. Vielleicht solltest du den Balken entfernen, der da mitten im Weg liegt. Es lässt sich nicht bewegen. Überrascht mich nicht. Sieht aus, als wurde es seit Jahren nicht bewegt. Es braucht mehr als uns beide, um es ins Wasser zu bekommen. Ja, das ist ein toller Hinweis, ja. Hallo? Bleib doch mal Mit stehen. einem langen Stock könnten wir es Stück für Stück bewegen. David, das würde ewig dauern. Es muss einen anderen Weg geben, bei dem wir uns nicht das Kreuz brechen. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ja, wie bewegt man normalerweise ein Schiff? Normalerweise sind die in einem Anhänger drin. Das macht das Ganze irgendwie viel einfacher. Moment, Anhänger, Auto. Stand doch, meine ich, eins, aber das können wir nicht benutzen, oder? Oder können wir vielleicht den Gärtner fragen, dass der das benutzt oder sowas?
Da müssen wir wahrscheinlich noch mal reinlaufen. Da, genau, da stand ein. Ach, lauf doch einfach mal weiter geradeaus, Mann. Untersuchen. Andrew ist wirklich zu Fuß weggegangen. Ich hoffe, er ist bald wieder im Warmen und in Sicherheit. Ach, es war dumm von ihm zu gehen. Und es macht uns die Sache nicht leichter, wenn er die Polizei hierher schleppt. Sie hören sich langsam an wie ein echter Gordon. Ah, jetzt kann ich's verwenden. Will der jetzt schieben, oder was? Hä? Hier ist der Schlüssel. Margaret wird nicht erfreut sein, wenn wir das Boot mit dem Auto schieben. Umso besser. Können Sie fahren? Sie nicht? In Indien gibt es bessere Fortbewegungsmöglichkeiten. Echt jetzt? So was als Mann. Nein, Kiko, wir müssen es nicht selber machen. Okay. Ein trostloser Ort. Und so still. Still? Also hören Sie nichts? Wie es das Schicksal eines jeden ist, der sich dieser Familie widersetzt. Was denn? Stimmen. Schreie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre etwas. Weit entfernt. Wir müssen weiter. Edward muss hier oben sowas wie ein Versteck gehabt haben. Vielleicht in der Nähe des Ortes der Macht, den er in seinem Tagebuch erwähnte. Wie wissen wir, ob wir richtig sind? Das ist eine gute Frage. Ist der überhaupt noch ansprechbar? Man kann fast spüren, wie einen die Kälte dieses Ortes befällt. Das stimmt, Junge. Das spürt man. Ich war schon seit Jahren nicht mehr hier. Ich kenne mich hier nicht gut aus. Keine Ahnung, wo Edwards Versteck war. Nicht mal kurz was trinken darf man hier. Ist alles in Ordnung, Rory? Es sind die verdammten Stimmen, Junge. Ich versuche, sie auszublenden, aber sie sind laut, heftig. Wir suchen weiter. Ich gehe nirgends hin, Junge. Das musst du auch nicht. Also, können wir das Blut untersuchen? Wir sollten das Rory zeigen. Wie, wir sollten das Rory zeigen? Kennt das doch, der sitzt hier. Wissen Sie, was das ist? Das kenne ich. Es ist ein Symbol, das die alten Druiden für ihre Rituale benutzten. Wir suchen weiter. Ich gehe nirgends hin, Jungchen. Okay, also ich schätze mal, hier draußen wird wahrscheinlich nichts sein. Also werden wir wohl hier in den... Ja. Okay, es ist doch kein Tunnel. Also nicht so wirklich. Da hinten ist wieder was Neues. Moment, da war gerade auch noch so eine Rune. Oh Gott, das sind ganz viele. Wo war die Rune? Was könnte das bedeuten? Heißt das, wir müssen hier durch? Oder heißt das... Ja, das ist jetzt die Frage. Dadurch wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal an, das ist wie so ein kleiner Irrgarten hier. Da hoch vielleicht? Moment, wo sind wir jetzt hier? Das ist ja schrecklich. Ist das bei euch auch so laut?
Warten wir mal da oben. Ich meine, wir sind nämlich beim letzten Mal nach oben gelaufen. Ich weiß doch jetzt nicht mehr, wo wir in der ersten Folge entlang gelaufen sind. Also, da unten ist irgendwas am Brennen. Nein, du sollst... Ne? Du sollst nach rechts gucken. Kann man da irgendwie runter? Moment. Ach, das ist doch das, wo wir gewesen sind, oder? Okay, aber wir können nichts machen. Das ist ein Runenzeichen. Oh, Moment. Ach! Okay. Sonst scheint hier nichts zu sein. Kann man hier hoch? Auch nicht, ne? Ja, ist ja gut. Schreit nicht so laut. Oh, Moment. Können wir jetzt hier runter? Ah, perfekt. Die Frage ist nur, kommen wir dann auch direkt an diesen... Ja, Eingang zur Hölle oder was auch immer da aus. Nee, da sind wir doch hergekommen, oder nicht? Oder? Da geht's noch rein. Moment, geh doch mal weg da! Okay, da geht's nicht rein. Ah, ich hasse solche Sachen! So, Moment, von hier sind die aber jetzt gekommen, ne? Das ist doch jetzt richtig, oder? Das ist so lang. Da oben sitzt er. Okay. Also, versuchen wir es mal mit den Runen. Wir haben ein Runenzeichen, bevor wir hier durchgehen. Da sind wir, glaube ich, jetzt nicht durchgegangen beim letzten Mal. Ich weiß aber nicht, wo wir da aus... Ach so, doch, das ist dieser Gang, wo wir eben drin waren. So, wo war jetzt das Runenzeichen? Das war hier, ne? Ja, da ist das Runenzeichen, also gehen wir hier mal rein. Da werden wir wahrscheinlich wieder zurückkommen. Sind hier noch andere Runenzeichen? Hier sind gar keine Runenzeichen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt zu dem Steinkreis hoch soll. Ich meine, da waren wir ja eben schon. Da konnten wir aber auch nichts machen. Ich kann mir ja noch nicht mal hier irgendwie die Rune angucken oder so. Kein Zeichen von menschlichem oder sonst irgendeinem Leben. Die Architektur dieses Ortes, die Tunnel, Hütten. Hätten wir doch mehr Zeit, uns gründlich umzusehen. Wir können uns ja gründlich umsehen. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Da gehen wir runter. Da sind wir hochgekommen. Da sind wir noch nicht rumgelaufen. Aber da werden wir wahrscheinlich auch wieder zu keinem Ergebnis kommen. Ich geh doch einfach da runter. Hallo. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Da finden wir auch nichts. Kommen wir wahrscheinlich jetzt wieder am Anfang aus oder so. Was ist das denn für Grafikfehler hier? Ja, kommen wir wieder am Anfang aus. Das war mir so klar. Oh, ist das nervig. Pfeilrune. Warum haben Sie diese Runen auf Ihre Häuser gemalt? Die Magie des schwarzen Spiegels ist stark. Böse. Außergewöhnlich böse. Die Druiden wussten das und glaubten, sie bräuchten etwas ebenso Böses, um es zu kontrollieren. Andere sahen, wie stattdessen das böse sie befiel.
Wir suchen weiter. Ich gehe nirgends hin, Jungchen. Ja, du bist auch nicht gefragt worden. Okay. Hä? Fototeile. Oh. Okay, ich wollte mich eigentlich nur mal umsehen. Aber okay, das ist noch besser. So. Tja. Hier war ich wahrscheinlich auch schon, oder? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir hier... Nee, hier war ich anscheinend noch nicht. Was auch immer das symbolisiert. Die Menschen dieses Dorfes glaubten wirklich an die Macht der Runen. Gegenstand hinzugefügt? Ach so! Die zeichnet er quasi auf. Ah, okay. Also hier sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Und haben jetzt wieder die Möglichkeit, zu mehreren Orten zu gehen. Das ist schlecht. Moment, da kommen wir jetzt wieder hoch. Aber da oben ist kein Steinkreis in der Nähe. Also wir sind auf jeden Fall woanders. Wir probieren es jetzt einfach mal. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob wir immer die gleichen Wege entlang laufen. Da bin ich rausgekommen, oder? Moment, was war das gerade? Wir müssen das irgendwie aufbrechen. Nein, jetzt sag mir bitte nicht, wir haben nichts dafür. Was ist das? Wäre besser, wenn man auf die Taste drückt, nicht auf das auf das Rädchen. Wo kommt der jetzt her? Okay. Was zum... Oh. Hören Sie mich, Rory. Ist alles in Ordnung? Nein, Kindchen. Nicht ich. Das ist nicht wahr. Ich wollte dich schützen. Ich wollte jedoch nichts tun. Ich wollte... Er war doch noch ein Baby. Ein kleines Baby. Rory. Lassen Sie ihn. Wir müssen weiter. Oh je. Yeah. Kann man das jetzt alles? Ne, wir können, oder? Geh mal hin. Diese Handschrift, die kenne ich. Das ist von Andrew. Andrew, der Anwalt? Hier hat er gearbeitet. Okay. Was kann ich da jetzt untersuchen? Andrew erwähnt immer wieder einen Ort in der Nähe. Das muss Edwards Ort der Macht sein. Nein. Der Narr! Er will Edward freisetzen. Seinen Geist aus dem Spiegel befreien. Glauben Sie, es ist auch möglich, Ihren Vater zu befreien? Vielleicht. Der Unterschied ist, was immer von Edward übrig ist, was ich gesehen habe, es ist nicht mehr von dieser Welt. Okay. Edward wurde während einer Art Ritual geboren. Sie glaubten, so bekäme er eine besondere Verbindung zum Schwarzen Spiegel. Und Andrew glaubt, diese Eigenschaft von seinem Vater geerbt zu haben? Scheint so. Das zeigt, dass er nicht weiß, wozu der Spiegel fähig ist. Oder dass es ihm egal ist. Es muss unter dem Haus einen Eingang geben, der zum Schwarzen Spiegel führt. Das ist, was Andrew finden will. Moment, da vorne war noch was? Hören Sie zu.
Edward mag seine Fehler gehabt haben, aber er war nicht schwach wie meine Mutter, die in ihrer Schwäche den Ausweg eines Feiglings gewählt hat. Cecilias Baby starb nicht mit ihr. Es ist Andrew. Hm? Er hat mich von Anfang an getäuscht. Hier wurde die Erde bewegt. Okay. Ach so, da. Die fehlenden Seiten aus der Chronik. Vielleicht beschreiben sie die Rituale, die Andrew durchführen will. Sie sind verkohlt, aber vielleicht können wir... Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier einen Cut machen. Und jetzt kriege ich hier... Ach du Schande, ist das jetzt euer Ernst? Ach so, das... Ich wollte gerade sagen, das ist aber... Kann man die drehen? Ah. Okay, ich wollte gerade sagen, weil sonst funktioniert das Ganze nämlich gar nicht. Okay, ich vermute mal... keine Ahnung, das kann man jetzt nicht mehr so wirklich sehen. Ja. Wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt hier einen Cut machen. Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, ja, weil er jetzt meinte, dass wir unter die Erde müssen. Beziehungsweise, dass er einen Eingang unter der Erde sucht oder irgendwie sowas, hat er eben gesagt. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich hier cutten. Es könnte etwas länger dauern, bis ich dieses Puzzle hier zusammengestellt habe. Deswegen würde ich wirklich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und hoffen, dass ich nicht die Hälfte der Folge damit verbringen werde, ja, das Ganze zusammen zu puzzeln. Bis zur nächsten Folge. Ciao!